Wie in einem Brennglas führt uns die Corona-Krise die sozialen und ökologischen Verheerungen unseres derzeitigen Wirtschaftssystems vor Augen. Die Ungleichheiten nehmen zu, manche Reiche werden noch reicher, viele Menschen verlieren Arbeit und Obdach, systemrelevante Berufe sind uns kaum ein paar Euro in der Stunde wert und kaum ist der erste Lockdown überwunden, schreitet die Zerstörung unserer Lebensgrundlagen im Namen des Wachstums ungebremst voran. In vielen Ländern ist seit geraumer Zeit schon das, was wir gemeinhin unter Demokratie verstehen, in Gefahr von Autokraten abgeräumt zu werden. Es gibt kaum Menschen, die den Staat als Bedingung der Möglichkeit, die Probleme zu lösen, in Frage stellen. Wir wollen in einer wissenschaftlichen Tagung vom 19. bis 21. März 2021 an der PH Freiburg untersuchen, ob es nicht abseits des Staates gerechtere, freiheitlichere, liebevollere und sinnvollere Lösungen gibt. Zu unserer großen Freude werden wir auch musikalisch unterstützt. Konstantin Wecker wird für uns ein Konzert geben, worüber wir uns sehr freuen und wofür wir sehr dankbar sind. Mein Name ist Thomas Stöllner und ich darf zu unserem Gespräch heute Konstantin Wecker herzlich begrüßen. Danke, dass du hier bist. Servus, freut mich sehr, dabei zu sein. Lieber Konstantin, du hast als Liedermacher, Lyriker, Romancier, Komponist, Schauspieler und nicht zuletzt als politischer Aktivist bist du vielen Leuten bekannt und auch vielfach schon geehrt worden. Du bist als Künstler und Mensch sehr gefragt, aber ich habe den Eindruck, dass bei all deiner Popularität und dein Bekenntnis als Anarcho ein großer Bogen gemacht wird. Ich kann mich zumindest an keine Frage erinnern, die man dir dazu gestellt hätte. Wobei, also der Bernd Drücke von der Zeitschrift Graswurzelrevolution hat einmal ein Interview mit dir gemacht, aber es ist eine der wenigen Ausnahmen. Es scheint, dass die bürgerliche Öffentlichkeit den Anarchisten Konstantin Wecker lieber meidet und auch viele linke Weggefährten eine Menge von dem, was du machst, gut finden, vom Anarchismus aber gerne absehen. Täuscht mich der Eindruck, aber vielleicht sagst du uns vorher, was für dich Anarchie ist und warum du dich der politischen Richtung zugehörig fühlst. Ich möchte als Antwort auf diese Frage ganz kurz noch Ilja Trojanow am Anfang zitieren aus seinem wirklich sehr wichtigen Buch Anarchistische Welten. Hat es in der Geschichte der Menschheit je ein anderes, hehres Ideal gegeben, das so unablässig diffamiert worden ist wie der Anarchismus? Anarchie ist bestialisches Chaos auf diesen einfachen, doch umso beängstigenderen Nenner lassen sich Jahrhunderte der Verleumdung bringen. Ein Nachschlagewerk aus dem 19. Jahrhundert definiert Anarchisten als Idioten oder angeborene Verbrecher, die noch dazu allgemein humpeln, behindert sind und asymmetrische Gesichtszüge tragen. Und mir fiel noch auf, nach dem Sturm der Trump-Faschisten auf das Kapitol am 7. Januar titelte die Bild-Zeitung »Die Stunde der Anarchie«. Ist das jetzt nur Blödheit oder nach wie vor die bewusste Diffamierung einer Idee, die schon seit Tausenden von Jahren die Menschheit träumen ließ, von einem gleichberechtigten Miteinander, ohne krankhaftes Machtstreben, ohne Unterdrückung und ohne Gehorsam. Das schildert eigentlich sehr gut, warum ich als bekennender Anarcho, warum um dieses Wort immer ein Bogen gemacht wurde. Ich kann mich noch gut erinnern, als ich mal in den späten 70ern in einem Fernsehinterview ganz fröhlich und nett gesagt haben, ja, eigentlich bin ich ja Anarchist. Ich hatte anschließend 2 Jahre Fernsehverbot. Ja. Und vielleicht kann ich dir erzählen, wie die Anarchie zu mir kam. Ich habe als 12-, 13-Jähriger, wollte ich provozieren, anfangs im Gymnasium. Meine Lehrer waren zum Großteil Faschisten. Ja, das war halt zeitbedingt. Ja, ich bin 47 geboren. Und ich hatte ein großartiges Elternhaus, ein antifaschistisches Elternhaus und mir ging es zu Hause immer viel besser als in der Schule. Und dann bin ich mit einem Kropotkin-Buch unterm Arm und auch später mit einem Bakunin-Buch unterm Arm in die Schule gegangen, ins Gymnasium. Habe kein Wort davon gelesen damals, aber ich wusste, damit ärgere ich meine Lehrer. Und ich habe es geschafft, ich habe sie geärgert. Und dann habe ich als 17-Jähriger bekennender, was ich heute noch bin, Henry Miller Freund und Fan, habe ich gelesen bei Henry Miller, der wahre Künstler muss Anarchist sein. Und das blieb bei mir
immer, immer, immer ganz tief hängen. Warum? Weil ich mich dann wirklich auch beschäftigt habe mit der Anarchie und mit den anarchistischen Schriftstellerinnen und Schriftstellern. Und weil ich gemerkt habe, Moment mal, Anarchie ist Ordnung ohne Herrschaft. Es ist auch eine Ordnung, es ist nicht Chaos, es ist nicht, wie so schön zitiert vom Ilja Trojanow, allgemein humpelnde, behinderte und asymmetrische Heinis, die praktisch Anarchisten sind. Und es war dann interessant, als Ende der 70er, Anfang der 80er die ersten ideologischen Sekten auftraten, also die KPDML, die KPD, die Marxisten, die Leninisten, die Trotzkisten, die Stalinisten ja sowieso. Und da wurden meine Konzerte oft gestört, weil man der Meinung war, ich müsse unbedingt einer dieser Parteien beitreten, denn nur diese einzelne Ideologie könne die Welt retten. Und da habe ich mich auch immer zurückgezogen, habe gesagt, Freunde, passt mal auf, ich bin Anarcho. Ihr könnt mich nicht kriegen für eine ideologische Verblendung. Und ja, das war auch damals nicht gern gesehen, das Wort. Mhm. Heute, um es vielleicht kurz abzuschließen, habe ich das Gefühl, ich habe ja mit sehr vielen Leuten von Fridays for Future zu tun, auch mit jüngeren politischen Aktivistinnen. Und heute habe ich das Gefühl, dass dieses Wort wieder aussprechbar ist bei jungen, politisch wirklich aktiven Menschen. Also was ist Anarchie für mich? Anarchie ist für mich, wie gesagt, nochmal Ordnung ohne Herrschaft. Es ist die Idee, dass der Mensch eigentlich ein empathisches, liebevolles Wesen ist und dass man nicht permanent unterdrücken, zwingen muss zu irgendetwas. Und natürlich, die Herrschenden brauchen den Gedanken, dass der Mensch eigentlich von Grund auf schlecht sei, denn dann gibt man den Herrschenden wieder ein Argument, ihn zu unterdrücken. Alle Gruppierungen, die du ja vorher genannt hast, sind ja letztendlich auch Staatsvertreter. Also alle wollen ja diesen Staat in irgendeiner Form erhalten, ja? Also insbesondere den Nationalstaat. Die Anarchisten haben aber vor dem eigentlich größten Respekt, beziehungsweise am liebsten gehört er weg. Ja? Was denkst du dazu? Also was ist es mit dem Staat? Warum gibt es auf der einen Seite unbedingt den Willen, ihn zu erhalten? Und die Anarchisten sind mehr oder weniger die Einzigen, die sagen, ja, wir brauchen den eigentlich gar nicht. Natürlich braucht man eigentlich keinen Staat, obwohl der Weg dorthin sehr weit sein wird. wir müssen schon mal sehen, also nach dem Krieg hat uns speziell in Deutschland natürlich ein Staat, ein demokratischer Staat, insofern geholfen, als Deutschland, das muss man immer wieder betonen, im Vergleich zu anderen Ländern seine grausige Vergangenheit, und es war die grausigste aller Vergangenheiten, die wir hatten, eigentlich relativ gut aufgearbeitet hat. Also besser als fast alle anderen Staaten. Und das heißt, es war ein Bekenntnis zur Demokratie da. Und wir sehen aber immer wieder, dass der Staat natürlich, vor allem in Zeiten des Kapitalismus, dass der Staat immer wieder den Marktgesetzen mehr gehorcht als den Gesetzen der Menschlichkeit. Und deswegen ist die Idee nach wie vor eine sehr anstrebenswerte, eine Gesellschaft ohne Staat und trotzdem eine Gesellschaft, in der sich Menschen selbst organisieren und liebevoll miteinander umgehen. Staat wird, also es ist eigentlich eine Herrschaft, ein Staat ohne Herrschaft zu denken, würde ich mir schwer tun. Bei dir habe ich manchmal den Eindruck, wenn du von Herrschaft singst, das tut dir körperlich sogar weh. Täusche ich mich da? Und warum ist das so? Es ist ganz eigenartig, weil ich muss dazu noch mal sagen, meine Gedichte und Liedtexte entstehen ja, ohne dass ich darüber nachdenke. Das ist anders, wenn man Prosa schreibt, aber ich habe sehr oft Gedichte geschrieben zu einem Zeitpunkt, wo ich sie garantiert noch nicht verstanden habe. Also noch nicht annähernd verstanden habe. Das heißt, da ist etwas in mir, und das ist das Wunder der Poesie, finde ich, und das ist natürlich, gilt natürlich nicht nur für mich, sondern für jeden, der sich einlässt und auf die Poesie, dass es
etwas zeigen kann, was in einem wohnt, was man vielleicht mit der Ratio gar nicht wahrhaben will. Ja. Und wir dürfen ja nicht vergessen, es ist erstaunlich, dass anarchistisches Denken überhaupt möglich ist von Menschen, die ja eigentlich aufgewachsen sind in einem System, in dem sowas gar nicht gültig war, sowas zu denken. Ja. Also es war schon, ist für mich schon sehr spannend, wie das immer wieder passieren konnte. Und ich glaube, dass meine Hoffnung auf dieses liebevolle Miteinander ist ja eigentlich das einzig mögliche Überleben für die Menschheit. Wenn wir so weitermachen, wie wir jetzt im Moment die Erde kaputt machen und vernichten und die gesamte Tierwelt und Pflanzenwelt, wenn wir so weitermachen, indem wir immer noch glauben, wir Menschen seien das Bessere, warum sind wir eigentlich so viel klüger als die Tiere und als die Pflanzen? Ja? Die Tiere und Pflanzen kämen nicht auf die Idee, diese Erde zu zerstören. Wir kamen auf die Idee. Also vielleicht müssen wir erst mal begreifen und diesen ja fast mystischen Ansatzpunkt verstehen lernen, dass wir alle eins sind. Das ist auch eine Grundbedingung, glaube ich, anarchischen Denkens. Und ich würde gerne das Gewirr noch ein bisschen konkretisieren, weil oft kommt ja die Klage dann darüber, dass wir Menschen so handeln. Und ich denke mir immer als Ethnologe, ja Moment, also die Quashgai, Bororo, Apache, Tuareg, wie sie alle heißen, ja, die Tibeter, die haben das nicht gemacht. Ja. Und das sind auch Menschen, ja. Also mal langsam, ja. Also wir haben schon eine spezielle Geschichte, Kultur und ein Denken entwickelt, das das möglich macht. Umso spannender finde ich, dass die Anarchisten dem entgegenstehen und sich dagegen gewehrt haben. Also es gibt in unserer Geschichte, also der europäischen Kultur, sehr wohl, also die Dichter, die Platon schon auch nicht in seinem Staat haben wollte, eine Tendenz oder auch eine Richtung, ich würde sagen, auch schon immer, die also mit der Antigone auch dieses Widerstandsrecht gegen den Staat auch proklamiert hat und sich immer auch weiterentwickelt hat. Du hast vorher die Schriftsteller angesprochen schon, also Henry Miller, und dass du ganz viel beeinflusst wurdest. Der Ilya hat es auch erwähnt in seinem Buch Anarchistische Welten, was für ein Potenzial da ist, aber es wird ja kaum erwähnt. Ja? Also es gibt ganz viele davon, aber gesprochen wird nicht von ihnen. Also der zum Beispiel als der, wer hat jetzt Jubiläum gehabt? Nicht der Sartre, der Camus. Anarchist. Camus, genau. Camus. Der hat jetzt vor kurzem Geburtstag gehabt oder hätte gehabt. Und es gab wahnsinnig viele Biografien, aber dass er ein Anarchist war, hast du nirgends gehört? Hast du nirgends gehört? Wer war denn für dich, den Henry Miller hast du schon gesagt, wer war für dich noch wichtig als Anarchist und Schriftsteller? Es ist ja interessant. Ich glaube, es gab ja auch viele Schriftstellerinnen und Schriftsteller, die das Wort Anarchie gar nicht verwendet hätten und trotzdem eigentlich vom Herzen her Anarchisten waren und anarchistisches Gedankengut über ihre Bücher, über ihre Romane, über ihre Gedichte in die Welt getragen haben. Ich glaube sogar, dass die Kunst immer schon eher natürlich anarchistisch war, die wahre Kunst, also so wie ich die Kunst verstehe. James Joyce hätte sich nie als Anarchisten bezeichnet, aber es ist sehr viel Anarchisches in seinem Denken und in seinen Schriften. Auch Dostojewski übrigens, interessanterweise. Auch niemand würde sagen, Dostojewski war Anarchist. Wahrscheinlich hätte er es selbst von sich auch nicht gesagt. Aber ich entdecke viel, entdecke viel in seinen Schriften. Und es geht, du hast ja vorhin als Ethnologe sehr viel, und da kennst du dich sehr viel besser aus als ich natürlich, dass es ja viele Gesellschaftsformen gab, übrigens interessanterweise vor allem auch matriarchale Gesellschaftsformen. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass speziell im Patriarchat und seit es das Patriarchat gibt, dass speziell da jeder Gedanke an ein liebevolles Zusammenleben, an ein herrschaftsfreies Zusammenleben, an ein Zusammenleben ohne Machtgeilheit, dass es viele Gesellschaftsformen gab, in denen das selbstverständlich war. Ja?
Und was wissen wir? Kannst du mir als Wissenschaftler natürlich noch besser sagen, die Menschheitsgeschichte gibt es seit Hunderttausenden von Jahren. Was wissen wir, wie haben die Steinzeitmenschen zusammengelebt? Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht, aber es könnte sein, dass das auch durchaus ein nicht patriarchales Miteinander war und dass es vielleicht auch ein sehr viel matriarchale Welten damals gab. Das ist natürlich schwer zu rekonstruieren, klar. Aber was man auf jeden Fall sagen kann, ist... Das ist also von den Kulturen, die heute auch noch existieren und die matrilinear oft organisiert werden. Das heißt, das Erbrecht über die Mutterlinie läuft. Es gibt auch Gesellschaften, wo es über, sowohl über die Patrilineage läuft, als auch über die Matrilineage. Also es gibt echt viele. Aber es ist eher umgekehrt so. Also wenn man unsere Gesellschaft vergleicht mit allen anderen, sind diese extrem hierarchischen Gesellschaften eigentlich eher die Ausnahme als die Regel. Und das ist schon spannend. Auf der anderen Seite auch schrecklich, dass die sich so durchgesetzt haben. Und durchgesetzt auch und vor allem halt auch aufgrund ihrer militärischen Überlegenheit. Da ist es aber auch wieder so, dass entgegen, also der Rutger Bregmann mit seinem neuen Buch Im Grunde gut weist auch stark darauf hin, dass es nicht so viele Befunde gibt, die, oder eigentlich kaum welche, die darauf hindeuten, dass der Mensch den Menschen gemordet hat. Also ein Indiz dafür ist das Schwert, das ja als relativ moderne Waffe kaum 7000 Jahre alt ist. Und davor gibt es nichts dergleichen. Also die werden sie ja nicht mit dem Holzschwert umgebracht haben. Und hatten aber sehr wohl Waffen, natürlich zum Tiere töten, also zum Jagen. Aber eine Waffe, die dezidiert dazu ausgelegt war, einen Mitmenschen zu töten, ist sehr, sehr jung. Wenn man denkt, dass uns schon 300.000 Jahre gibt, also das sind 7.000 Jahre eigentlich nichts. Also wir haben es davor sehr wohl geschafft, unsere Konflikte anderweitig zu lösen. Und es gibt auch Beispiele dafür, dass das gelingt, wenn Gegenden dichter besiedelt sind. Ja? Also das ist ja immer das Argument, ja, wenn es dicht wird, dann hauen wir uns die Schädel ein. Das stimmt so einfach nicht. Also da sind einfach noch viele Mythen da, die im Raum sind, die einfach so nicht zutreffen. Aber ich wollte nochmal auf die Schriftsteller zurückkommen. Warum, glaubst du, stehen denn die dem Gedankengut vom Anarchismus so nahe? Was glaubst du, ist das konkret für dich naheliegend, dass da die Verbindung sehr oft besteht? Weil ich glaube, dass im Poeten und in der Poetin etwas rauskommt und entdeckt wird, was in uns zutiefst menschlich ist. Also was nichts mit Macht zu tun hat. Ich kann mich, es ist interessant, dass ich in den letzten 60 Jahren, seit ich schreibe, immer wieder von der Macht auch schreibe und auch von der Gefahr, die man selbst hat, wenn man mächtig wird. Ein kleines Beispiel, ich ging irgendwann mal in den Anfang der 80er, kam ich auf die Bühne mit einem kleinen Text und sagte, ich bin's nicht. Ich bin nicht der oder das, was Sie von mir erwartet haben. Ich bin's nicht, ich bin's nicht, ich bin's nicht. Weil ich keine Lust mehr hatte, ich wusste, dass ich einen großen Einfluss hatte damals, ich hatte ein großes Publikum. Und ich hatte keine Lust mehr, das zu bedienen, was das Publikum von mir erwartet hat. Sondern ich wollte eigentlich weiter immer das, was mir zugeflossen ist, auch wirklich weiter in die Welt hinaustragen oder an mein Publikum tragen. In die Welt wäre jetzt ein bisschen übertrieben, aber meinem Publikum weitergeben. Und auch hier habe ich gemerkt, und da gab es natürlich Situationen, da brauche ich nicht drüber reden, also als ich zum ersten Mal wirklich ganz viel Schallplatten verkauft habe und angeschleimt worden bin von wem auch immer, ja, hatte ich schon irgendwann mal das Gefühl, ja, Wahnsinn, ich kann ja eigentlich sagen, was ich will, das ist ja, das wird ja immer akzeptiert, ja. Und da habe ich auch teilweise mich sehr arrogant benommen und Gott sei Dank habe ich das ein paar Monate später dann auch mitgekriegt. Also man merkt es ja an sich selbst, wie gefährdet man sein könnte. Vielleicht noch ein Beispiel. Das hat wirklich mein Leben verändert. Ich habe vor, ich glaube, es ist jetzt 8 Jahre her, in dem Film Wunderkinder, das ist ein großartiger antifaschistischer Film, wo es darum ging, wo in der Ukraine von der
von den Nazis jüdische Kinder ins KZ befördert werden sollten. Und ich habe die absolute Drecksau gespielt. Ich habe den SS-Mann, den Obersturmbahnführer, gespielt. Und mein Sohn hat damals, der war sehr klein noch, und hat gesagt, aber Papa, das kannst du doch nicht als Antifaschist einen Faschisten spielen. Sage ich, doch, das ist ja ein antifaschistischer Film und das ist spannend und ist auch wirklich ein guter Film. Und ich habe die Uniform angezogen und ich war dieser SS-Mann, ich musste überhaupt nichts mehr spielen. Das war so grausig für mich, ich musste nach jeder Dreharbeit, nach jedem Drehtag, habe ich mich geschämt für mein Verhalten während der Zeit, als ich diese scheiß Uniform anhatte. Ich habe schlicht und einfach den in mir wohnenden Faschisten entdeckt. Und da wurde mir klar, dass wir alles das auch in uns tragen. Aufgrund von Erziehung, aufgrund von Gesellschaft, aufgrund wie auch immer. Nur, wir müssen immer wieder aufpassen. Ja. Und ich habe ja mit Hannes Wader mal so schöne Tourneen gemacht. Und dann sagte der Hannes zu mir plötzlich, du kannst doch nicht, ich bin Rassist. Sag ich, Hannes, bist du wahnsinnig? Du bist doch kein Rassist. Sagt er, doch, ich muss jeden Tag aufpassen. Ich muss jeden Tag drüber nachdenken, mich dem stellen. Und ich glaube wirklich, wir müssen immer wieder darauf achten, dass wir nicht der Gefahr verfallen, die Seiten in uns, die wir an den anderen gern verurteilen, nicht auch zu entdecken. Aber sind diese Seiten tatsächlich, also dass sie hervorgekehrt werden können, ohne Zweifel? Das haben, also gerade wer die deutsche Geschichte kennt, kann daran keinen Zweifel hegen. Aber ist es was, worauf wir achten müssen, weil es in uns wohnt oder weil wir Strukturen haben, die das bedienen, die das hervortreten, nicht nur hervortreten lassen, sondern provozieren nach geradezu? Naja, symbolisch gesehen war diese Uniform diese Struktur, von der du sprichst. Also es ist jetzt ein Beispiel, aber das war klar. Ja. Das war die Struktur. Und natürlich ist es so, dass du in diesem Kapitalismus, wenn du irgendwo in einer Position bist, in einer herrschenden Position in der Wirtschaft zum Beispiel, dass genau diese Strukturen natürlich hervortreten. Ja? Und da fragt man sich, oder da sollte man sich fragen, ist es jetzt wichtiger für mich, hochzuklettern auf der Leiter des Erfolgs, oder wäre es wichtiger für mich, Mensch zu bleiben? Diese Struktur ist ja die Anarchisten sehr stark bekämpft haben und abschaffen wollen, zugunsten einer Ordnung ohne Herrschaft. Vielleicht bevor wir noch einmal auf diese Verheerungen zu sprechen kommen, dass wir uns noch mal die Utopie vor Augen halten. Du kennst ja die Schriften von Gustav Landauer und Erich Mühsam sehr gut. Die haben jetzt auch an der Räterepublik in München mitgewirkt und hatten die seltene Gelegenheit, tatsächlich eine gewaltfreie Welt zu befördern. Ja. Und ja, magst du da vielleicht noch diese Utopie aufgreifen und kurz was dazu sagen und wie auch deine Utopie dahingehend oder davon ausgehend ausschaut? Naja, wir dürfen ja nicht vergessen, vor ein paar hundert Jahren hat Thomas Morus Utopia geschrieben. Ja? Und er war ein Freund von Erasmus von Rotterdam und der Erasmus von Rotterdam hat ihm auch ein Buch gewidmet und Thomas Morus hat Utopia entwickelt, indem er ganz deutlich auch klargestellt hat in diesem Buch, in dieser Vision, dass es mit Besitz eigentlich nicht geht. Also eigentlich darf es kein Eigentum mehr geben. Also die Utopie wäre, dass es wirklich kein Eigentum mehr gibt. Und unter anderem, ja. Übrigens wurde Thomas Morus dann von dem, ich weiß nicht, wer der Herrscher war, der ihn dann hingerichtet hat, der wurde hingerichtet. Und eine nette Geschichte, er sagte dann, weil er war ein sehr witziger Mann auch, und er sagte dann kurz vorm Schafott, sagte, bitte achten Sie auf meinen Bart, mein Bart hat nichts Systemgegnerisches getan. Ja, und du darfst ja nicht vergessen, wenn ich mit dir über sowas spreche oder wenn ich überhaupt über sowas spreche. Und mein neues Programm soll ja Utopia heißen. Ja? Mhm.
Dann, das sollte übrigens in diesem Herbst schon Utopia heißen, aber da konnte ich es überhaupt nicht aufführen. Ja. Jetzt hoffen wir, dass wir es vielleicht 21 im Herbst auch aufführen können. Und da werde ich natürlich auch ein paar mühsam Gedichte vertonen. Und ich werde auch Texte aus der Räterepublik lesen. Die Räterepublik war ein Zauber in der Menschheitsgeschichte. Natürlich ist es schief gegangen, aber das heißt nicht, dass die Idee deswegen schief gehen muss. Ja? Sie ist gescheitert, aber die Idee darf nicht scheitern. Also man darf und soll unbedingt weiter daran festhalten. Allein was zum Beispiel, nur um noch mehr auf dieses Patriarchat einzugehen, was in dieser Zeit der Räterepublik, was da Frauen für eine völlig gleichberechtigte Stellung hatten. Ja? Frauen durften komponieren in dieser Zeit. Ja? Das war bis dahin fast undenkbar. Ja? Und so vieles mehr und Schriftstellerinnen und 8-Stunden-Tag wurde eingeführt. Ja. Ja, ja. Also das haben sich viele Sozialdemokraten haben sich gar nicht zu fordern getraut. Ja. Und die Anarchisten haben aber gesagt, na, das machen wir. Und das wurde damals umgesetzt. Also es war ein wunderbarer Versuch. Und wenn du mich fragst, was ich von dieser Utopie halte oder wie ich träume weiter davon. Es gibt einen sehr schönen Satz, den ich jetzt nicht wörtlich zitieren kann, von Erich Fromm, der heißt, Hoffen heißt, auch weiterhin an etwas zu glauben, wenn man sich sicher ist, dass man es zu seinen Lebzeiten nicht erleben wird. Aber, und wir dürfen ja auch eins nicht vergessen, das ist ja das Schöne am anarchischen Gedanken. Es gibt keine feste Ideologie der Anarchie. Das heißt, dieser Gedanke wird immer weiter entwickelt werden. Es gibt auch nicht einen Einzelnen, der das Recht hat zu sagen, eine anarchistische Welt hat so und so auszusehen, sondern wir alle miteinander müssen diese Welt entwickeln. Wir alle miteinander sind gefordert, daran teilzunehmen. Und wir müssen nur jetzt mal den Mut haben, uns auch so zu bezeichnen und zu sagen, wir wollen diesen Traum leben. Das ist das, was ich als Künstler versuche, bei meinem Publikum jetzt, diese Hoffnung zu wecken und diese Hoffnung zu wecken, dass man den Mut haben kann, zu sagen, Moment mal, wir lassen uns nicht mehr einreden, dass wir schlechte Wesen sind. Wir lassen uns nicht mehr einreden, dass wir eigentlich von Grund auf alle nur machtgeil sind, sondern wir würden gerne, und ich glaube, das würden alle Menschen, bis auf maligne Narzissten wie Trump oder wie sie alle heißen, aber alle, die meisten Menschen dieser Menschheit würden sagen, ich möchte liebevoll mit den Menschen, die mich umgeben, zusammenleben. Und warum wird dieser Wunsch immer als töricht, als närrisch, als unrealistisch bezeichnet? Und alles andere ist plötzlich real. Also die Welt der Herrschenden ist eine angeblich reale Welt. Und ich muss dazu sagen, als alter Mystiker, der ich nun mal bin, ich unterscheide sehr zwischen Realität und zwischen Wirklichkeit. Die Realität ist das, was uns die derzeit Herrschenden immer wieder als Realität auftischen und erzählen. Die Wirklichkeit ist etwas anderes. Und die Wirklichkeit können wir tief in unserem Menschsein und in unserem Herzen erfahren. Ja, und ich glaube, dass die Wirklichkeit, von der du sprichst, auch immer mehr Leuten bewusst wird, dass eben das, was so als real verkauft wird, mehr oder weniger, dass es nicht anders geht, als kapitalistisch zu wirtschaften, offensichtlich nicht funktioniert. Also da ist tatsächlich die Hoffnung in die Fridays for Future-Bewegung oder nicht nur in die Fridays for Future-Bewegung, aber dass die auch was angestoßen haben, viele auch ältere Leute bewegt haben. Es gibt inzwischen die Omas for Future und die Eltern for Future. Und die Omas gegen Rechts. Ich bin ein großer Freund der Omas gegen Rechts. Ja, wunderbar. Die sind wirklich ganz toll. Ich freue mich auch immer, wenn ich die bei den Demos mitlaufen sehe. Und von daher, da ist schon viel in Bewegung gekommen. Aber weil du gesagt hast, von wegen Lebzeiten erleben und nicht erleben, das ist ja auch ein Grund, warum wir diese Tagung da versuchen und uns da so engagieren. So viel Zeit ist nicht mehr. Ne, stimmt. Also diese Zeit für eine herrschaftsfreie Gesellschaft, also oft, so, gerade wenn man mit Klimawissenschaftlern redet oder ja, Thomas, hast schon recht und so, also herrschaftsfrei ist gut, aber
Es geht nicht. Zuerst brauchen wir den Staat. Genau. Den Staat braucht man noch dafür. Ja, und dann vielleicht, dass der Staat das alles angerichtet hat oder mit verursacht hat. Das ist immer eine Geschichte, die bleibt mehr oder weniger den Anarchisten vorbehalten. Und von daher, so viel Zeit ist nicht mehr. Und da bin ich halt auch auf der einen Seite hoffnungsfroh, weil du jetzt auch diese Utopie-Konzertreihe machen willst. Da bin ich hoffnungsfroh, weil die jungen Leute da sehr viel aufgeschlossener sind. Also wir haben auch einen Gast, eine junge Frau aus Österreich, die da, die Lena Schilling, die auch von den Fridays for Future kommt und auch einen Workshop halten wird. Da bin ich auch sehr gespannt drauf, wie das dann ausschaut. Aber auch mit andersrum, der Elia hatte auch ein Buch immer wieder empfohlen. Das fällt mir in dem Zusammenhang ein. Das ist von der Rebecca Solnit. A Paradise Built in Hell. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Nein, kenne ich nicht. Wo er hartnäckigst, eigentlich in fast jedem Interview erwähnt er das, ja, wo er sagt, die Frau hat ein Buch geschrieben, dass in den Umständen, die sonst als katastrophal hingestellt werden, sie auch sind, Naturkatastrophen, zum Beispiel diese Katrina, der wahnsinnige Hurricane in den USA, wo uns immer gesagt wird, ja, sobald der Staat weg ist, bricht alles zusammen und die Menschen fallen übereinander her. Das Gegenteil war der Fall. Mhm. Es kam das raus, was Kropotkin schon gesagt hat, die Menschen tendieren gerade in Notsituationen zu gegenseitiger Hilfe. Mhm. Auch unter Gefährdung des eigenen Lebens haben sie sich geholfen. Es wurden tatsächlich Strukturen aufgebaut, wo man gesagt hat, okay, wir müssen jetzt die Leute da rausschaffen, also freie, es haben sich sozusagen sofort Organisationen gegründet, ohne Herrschaft, die sehr wohl in der Lage waren zu funktionieren. Und als der Staat kam, hat das eigentlich alles viel weniger funktioniert. Aber es wird der Elia eigentlich komplett ignoriert. Also jedes Mal, wenn er das erzählt, wird er ignoriert. Es geht niemand drauf ein. Und das ist schon komisch, auch warum das so ignoriert wird. Warum ist das so? Ich glaube, das liegt seit Tausenden von Jahren an der Macht, die die Herrschenden haben. Und nicht nur, dass sie das ganz bewusst machen. Ich glaube, wenn du mal überlegst, von Caligula bis Trump und wie sie alle heißen, es waren zum Großteil fast kranke Männer, die die Welt regiert haben, in Krisen gestürzt haben, in Kriege gestürzt haben. Und denen man sich trotzdem gebeugt hat. Ja? Ich sehe das ganz genauso. Es gibt viele andere wissenschaftliche Untersuchungen jetzt auch derzeit, die sagen, dass genau nach Katastrophen, vielleicht eben auch nach Pandemien, es ist ja interessant, dass vielleicht das griechische, die griechische Kultur und das römische Reich auch durch Pandemien mit aufgelöst wurden. Ja? Dass da die Möglichkeit besteht eines Umdenkens. Ja? Das hoffe ich auch sehr. Ja, ich bin kein Optimist, aber ich bin ein hoffnungsfroher Mensch. Also Optimismus heißt für mich immer, oh, ist alles super, alles gut drauf. Das bin ich überhaupt nicht. Aber ich habe natürlich eine tiefe Hoffnung. Und ich sehe es immer, ich sehe es auch eigentlich immer wieder im Kleinen jetzt an meinem Publikum. Also mir hat neulich ein älterer Herr, der war zwar ein bisschen jünger als ich, aber ein älterer Herr, hat mir so nett geschrieben, vor einem Jahr, dass ich noch auftreten konnte. Lieber Herr Becker, eigentlich wollte ich jetzt den lieben Gott einen guten Mann sein lassen, aber jetzt war ich in Ihrem Konzert und ich verspreche Ihnen, ich engagiere mich weiter. Das fand ich wunderschön, weil das ist, ja, das ist so schön zu sehen, wie man zusammen mit seinem Publikum die gleiche Sehnsucht leben kann und sich auch gegenseitig aufbauen kann und Mut machen kann. Und ich glaube, Kultur war immer schon auch dazu da, um den Menschen Mut zu machen. Um ihnen Mut zu machen, zu sich zu stehen. Was gibt es für wunderbare Menschen, gerade jetzt spricht keine Sau drüber, die immer noch in der Flüchtlingshilfe tätig sind und die sich wirklich engagieren und die ihr Herzblut dafür geben, dass sie für diese armen Geflüchteten da sein können.
niemand spricht jetzt davon, aber die müssen ja auch irgendwo meinen Mut bekommen und Bestätigung bekommen. Und das kann die Kunst. Die Kunst kann denen Mut machen. Und ich weiß ja, wie mir die Kunst in meinem Leben immer Mut machen konnte. Ich glaube, ich hätte ohne Trakel zum Beispiel meine Pubertät nicht überstanden. Ja. Und das ist schon interessant, weil das, was du da vom Ilja erzählst, ist wahnsinnig wichtig. Und es, wie du vorhin sagtest, die Herrschenden bestimmen die Realität. Die bestimmen, wer ein Spinner ist, wer ein Träumer ist und wer ein Realist ist. Und deswegen habe ich mich entschieden, ich will kein Realist sein. Ich denke nicht dran. Ich will mich deren Realität nicht beugen. Ich möchte meiner Wirklichkeit nachfolgen. Ja, ich glaube tatsächlich, dass du mit diesen Einstellungen und Haltungen vielen Leuten Mut machst. Und es ist auch, also ich meine, dass ich diese Haltung sehr wohl bei vielen Künstlern auch entdeckt habe, ja. Und das auch bei vielen Anarchisten so ist, also bei politischen Aktivisten, die die Ordnung ohne Herrschaft herbeiführen wollen, ja. Und es wird also viel davon gesprochen, man soll einander auf Augenhöhe begegnen, ja. Also das ist eine Floskel geworden. Und das heißt aber, anarchistisch verstanden, nicht, dass ich nicht zu meiner Putzfrau bin oder so, ja, sondern als Anarchist verstehe ich darunter, dass ich eine Begegnung anstrebe, in der es diesen unsäglichen Zwang nicht gibt, dass sich Menschen auch für Arbeiten verdingen müssen, die sie eigentlich nicht tun wollen. Mhm. Mhm. Also diese viel beschworene Begegnung auf Augenhöhe scheint anarchistisch zu heißen, ja, dass man das menschliche Würde heißt, dass es eine auch soziale Gleichheit gibt. Also spätestens jetzt bekommt der Christian Lindner wahrscheinlich einen Herzinfarkt. Also welche Begegnungen, du hast es eh schon angesprochen, wären in einer befreiten Gesellschaft möglich? Wie würdest du dir das wünschen? Also zum Beispiel das, was du von dieser Arbeit sprichst, die man selbst nicht gerne tut und in diesem System dann gerne jenen aufträgt, die sonst keine Chance haben, irgendwie ihr Leben zu gestalten und Geld zu verdienen. Das würde doch in einer Gemeinschaft, in einer liebevollen Gemeinschaft darin bestehen, dass jeder eben auch mal streckenweise diese Arbeit tut, die man nicht gerne tut. Ja? Ist ja auch nicht so schwer. Ich meine, wenn wir in einer Kommune leben würden, dann würden wir uns halt mal irgendwie drüber klar machen, wer wann das Klo reinigt, wenn es verschmutzt ist. Ja? Und wer die Küche sauber macht, das schafft jede Kommune gut. Ich kenne überhaupt keine Wohngemeinschaften, in der es Führer gibt. Kennst du eine? Ich weiß nicht. Also in einer Wohngemeinschaft funktioniert es doch ohne Führer. Ja? Und ohne irgendeinen herrschenden Gewaltmenschen. Und ich glaube, wir müssen immer wieder von wirklicher, was du mit Augenhöhe meinst, auch von Gleichberechtigung sprechen. Was wir vorhin vergessen haben bei den Bewegungen Fridays for Future, Antirassismusbewegung, aber es gibt zurzeit ganz spannende Südamerika und in anderen Ländern auch Frauenbewegungen. Und ich glaube, da erwarte ich mir eigentlich sehr, sehr viel davon, dass diese wirkliche Gleichberechtigung, die ja immer noch nicht herrscht, ja, eine wirkliche Gleichberechtigung herrscht noch nicht. Weder zwischen den sogenannten Rassen, ich weiß, das gibt es nicht, aber zwischen verschiedenen Hautfarben und auch nicht wirklich zwischen Mann und Frau. Immer noch nicht. Bei manchen Menschen natürlich, mag sein, aber nicht in der Gesellschaft. Und diese Gleichberechtigung brauchen wir als eine Grundlage. Und dann könnten wir uns doch vorstellen, ich hätte kein Problem damit, selbst im hohen Alter zu sagen, dann gehe ich halt auch mal einmal im Monat oder zweimal im Monat an die Kasse von einem Supermarkt, wenn es ein Supermarkt ist, der uns allen dient. Das können wir doch machen, so kann man es doch gestalten. Und ich glaube auch, da würde niemand selbst sagen, nein, diese Drecksarbeit mache ich nicht, außer einem geborenen Kapitalisten, der sagt, die Drecksarbeit müssen die Drecksäcke machen, die kein Geld haben. Ja? Aber das schaffen wir, würden wir doch schaffen. Wir können uns das Leben, genauso wie in einer Wohngemeinschaft, könnten wir es uns aufteilen.
die verschiedenen Formen der Arbeit. Ja. Und ich denke, vielleicht, überleg mal dieses Maskentragen, als das eine Forderung war im ersten Lockdown schon, da hat es die Politik natürlich nicht wollen, weil sie haben noch keine Masken gehabt. Also haben sie noch frisch und fröhlich gesagt, Masken helfen nichts. Jetzt hat Herr Söder bestimmt, dass diese sehr teuren, das mag ja auch ganz gut sein, sehr teuren Masken bei allen Einkäufen und in öffentlichen Gebieten zu tragen sei. Nur er hat sie uns nicht geschenkt, sondern sie wurden immer teurer. Jetzt sind ein paar hergeschenkt worden. Also das ist natürlich auch sehr typisch, ja, was da passiert ist. Aber was ist denn eigentlich das Problem am Maskentragen? Ich meine, das gehört doch mit dazu, dass ich versuche, andere nicht anzustecken und andere zu schützen. Das können wir doch mal machen. Ich bin groß geworden, wie ich dir schon sagte, mit antifaschistischen Eltern. Und die hatten zuerst mal, als sie geboren wurden, hatten sie die Weltwirtschaftskrise im Genick. Dann mussten sie die Hitlerei ertragen. Also sie sind eben nicht jubelnd mitgelaufen, sondern es war für sie eine Qual. Dann mussten sie den Zweiten Weltkrieg ertragen. Und das war ihre ganze Jugend. Ja? Und trotzdem sind sie nicht verbittert. Und wir regen uns auf, wenn wir vielleicht jetzt mal ein paar Tage nicht so feiern dürfen, wie wir es immer gemacht haben. Ich glaube, das kann uns schon auch etwas lehren. Nicht, weil es der Herr Söder mir sagt, sondern weil ich es selbst einsehe. Ich sehe es selbst ein, dass ich andere schützen möchte, wenn es mir irgendwie gelingt. Und mich selbst als altersmäßig sehr Gefährdeter würde ich auch gerne schützen. Ja, man sieht ja auch, dass das, also bei uns jetzt nicht, und das mag vielleicht, also zum Teil, aber in vielen Gesellschaften funktioniert das auch sehr gut. Ja. Also gerade die Länder wie Taiwan, ich glaube, die haben insgesamt 7 Corona-Tote gehabt. Vietnam hat 12 gehabt oder so, also relativ wenig. Es gab ja auch schon recht früh die Berichte, also in amerikanischen Journals von asiatischen, also ich glaube chinesischen Wissenschaftlern, Medizinern, die davor gewarnt haben. Und das mag auch eine gewisse Arroganz des Westens gewesen sein, die nicht ernst genommen zu haben. Mangelnde Vorbereitung. Also Corona ist ja, wie ich ja in der Anmoderation gesagt habe, das ist ja wie ein Brennglas zum Teil. Also wirklich wichtige Leute wie Pflegekräfte, ja, oder Verkäuferinnen oder wie auch immer, die ganzen sozialen Berufe werden ja wahnsinnig schlecht bezahlt. Immer noch, ja. Das ist so unfassbar. Aber Beifall kriegen sie, genau. Beifall, ja, haben sie gekriegt, dann, eine Zeit lang. Dann war es das, ja. Ja, ja. Und der macht jetzt nicht mehr weiter, also hat schon länger aufgehört, der Kabarettist, der Volker Pispers. Mhm. Er hat einmal dieses Gedankenspiel gehabt, was wäre ihm lieber, wenn diese ganzen Börsenmenschen und so weiter, Finanzjongleure tot umfallen oder ihre Lehrer und Kindergärtnerinnen und Pflegekräfte, was wäre ihnen lieber? Ja, wen würden sie eher vermissen? Ist natürlich eine rhetorische Frage und ganz klar. Aber es ist einfach irre, wie Kapitalismus organisiert ist. Also welche Werte und dadurch, also Wert ist bei uns ja in Geld ausgedrückt, was die Leute verdienen im Verhältnis zu wirklich, also in Anführungszeichen, wichtigen Berufen. Und da würde jetzt natürlich der Kapitalist natürlich sofort aufspringen und sagen, ja, das ist, weil die viel mehr leisten für die Gesellschaft. Mhm. Weil dieses Geld, das die Pflegekräfte verdienen, das muss ja erstmal erwirtschaftet werden. Und da stellen sich mir die Haare auf, weil es gibt ja auch mit dem Staat jemanden, der das gewährleistet, dass diese Märkte so funktionieren können, dass Geld von den Privatbanken inzwischen ja sehr wohl eigenständig geschöpft werden kann. Also es ist so, dass Geld wird aus dem Nichts geschaffen, indem sie sich gegenseitig Schulden verschreiben. Und so Wirecard. Ja, zum Beispiel, ja, oder auch der, ich meine, berühmt geworden ist ja der Warren Buffett mit seinem Saga aus der New York Times 2006. Und das jetzt kommen wir nochmal zum anderen Kapitel, aber er hat sehr klar gesagt, was er denkt und wie,
wie sich die Welt gestaltet. Er hat gesagt, es herrscht Klassenkrieg. Richtig. Aber es ist meine Klasse. Die Klasse der Reichen, die Krieg führt und wir gewinnen. Es, wenn ich es ironisch wende, sind dann nicht die Kapitalisten die größten Künstler, da sie mit, dem Kapitalismus ein System geschaffen haben, das eine Konzentration von Geld und Macht ermöglicht hat. Ich weigere mich, das Wort Kunst in diesem Zusammenhang zu verwenden. Ja, das ist gut. Aber das ist ja, die Konzentration ist unglaublich. Ja. Also 2014 hat, ich weiß nicht, die Zahlen habe ich jetzt da gerade da, es hat sich noch verschlimmert, Oxfam hat gesagt, es sind die reichsten 85 Menschen, die genauso viel haben wie die ärmste oder die untere Hälfte der Weltbevölkerung. Das ist irrsinnig. Also das kann man sich wirklich, wirklich, wirklich kaum vorstellen. Und ich kenne kein Prinzip von Leistung, das das legitimiert. Aber es ist tatsächlich so. Es ist ein Phänomen. Es ist ein Phänomen, das ich mir nicht ganz erklären kann, dass, weil ich viel auch gearbeitet habe mit den Verdammten dieser Erde. Ja, also wirklich ein Habenichtsen als Lehrer im Deutsch, als Zweitsprachenbereich und so weiter. Dass das ohne Weihnacht ist, dass es rechtmäßig ist, dass die so viel Geld haben. Was entgegnet man diesem Mythos? Ja, interessant, wenn Warren Buffett von Krieg spricht, und das tut er in diesem Satz, der ist mir auch noch im Ohr von seiner Zeit, dann fragt man sich, warum sind wir nicht einfach Kriegsdienstverweigerer? Weil er könnte diesen Krieg nicht gewinnen, wenn wir ihn verweigern würden. Ja, wenn wir einfach uns weigern würden, da mitzumachen, in diesem System mitzumachen, dann stünde er ganz schön einsam da. Und das ist, was ich immer wieder versuche, die Herzen der Menschen dafür zu öffnen, dass es nicht darum geht, es geht nicht darum, der reichste Mann der Welt zu sein. Das hat mit Leben nichts zu tun und mit dem, was wir in diesem Leben erfahren können. Das ist nicht wirklich sinnvoll. Du sagst, du hast mit Losern zusammengearbeitet, mit denen es ganz schlecht geht. Ich kenne die auch sehr, sehr gut. Und sie haben mich eigentlich immer mehr bereichert als die Reichen. Immer. Weil sie waren auch immer offen und offenherzig. Und selbst wenn sie verzweifelt waren, dann haben sie wenigstens in ihrer Verzweiflung sich geöffnet auch. Und man hat dadurch was gelernt, erfahren, auch für sein eigenes Leben. Man konnte sich mit ihnen verbinden. Das kannst du mit diesen Menschen, die diesen Weg gehen, das schaffst du nicht mehr. Also einfach verweigern. Verweigern wir uns dem System. Ich kann dir nicht sagen, wie man das politisch lösen kann. Ich weiß es nicht. Ich wüsste es nicht, ja. Dann müsste ich vielleicht wieder versuchen, eine Armee zu schaffen, als Pazifist für mich undenkbar. Was ich übrigens, was den Pazifismus betrifft, immer wieder versuche, jungen Leuten zu erklären, es war früher halt einfach schon noch viel einfacher, selbst mit der Kalaschnikow noch eine kleine Rebellion irgendwie zu machen als heute, wo alles vernetzt ist, wo alles überwacht ist, wo die Waffen, die wirklichen Waffen, nur bei den Reichsten überhaupt liegen, ja. Wir haben keine Chance mehr, selbst mit Waffen könnten wir keine Revolution mehr machen. Ja? Ich will das auch nicht, weil ich halte es für falsch. Darf ich dir vielleicht kurz ein Gedicht zu diesem Thema, das ich vor 10 Jahren geschrieben habe? Das heißt Variationen über ein Gedicht von Erich Fried. So friedliebend bin ich nun wieder nicht, dass ich meinen Frieden mache mit den Kriegen und mit denen die Kriege führen und mit denen die Kriege führen, um Frieden zu machen. Aber Steine werfe ich keine, denn mich dauern die Steine, die man würfe gegen jene, die Kriege machen und denen Kriege so selbstverständlich geworden sind, dass ihnen Frieden nur mit Krieg erreichbar scheint. Frieden ist nicht einfach ein Zustand zwischen zwei Kriegen, sondern die Überwindung des Kriegs und des Kriegerischen in uns. Und so friedliebend bin ich nun wieder doch, mich überwinden zu wollen, um meinen Frieden zu machen mit dem Krieger in mir. Ich habe mir das auch mitgenommen von dir, weil ich kannte das noch gar nicht, du hast mir das vor ein paar Tagen geschickt. Ja.
Wenn du es jetzt nicht vorgelesen hättest, hätte ich es nicht vorgelesen. Weil ich finde, du hast die Frage eigentlich schon beantwortet, aber das ist tatsächlich eine Frage. Ja? Also du in Kontakt zu kommen mit den Menschen, also wir haben, weil ich auch in der Parents for Future Bewegung aktiv bin, also auch, wir sind da so eine kleine Gruppe und versuchen da auch immer was, um mitzuhelfen. Und da ist für mich immer die Frage, wie kommt man an diese behärmten Leute ran? Wie knackt man diese Mauer auf? Ja, auch eine Mauer der Realitätsverweigerung ja auch. Ja, also ich habe neulich im Fernsehen gesehen, also diese Klimaleugner, die sich dann auf irgendwelchen Statistiken berufen, wo ich mir denke, was ist mit eurer Wahrnehmung los? Ja, ich meine, der Frühling beginnt immer früher, die Gletscher gehen weg, merkt ihr das nicht? Ja, also es verändert sich die Welt verändert sich merklich und wahrnehmbar. Also ich wohne in der Nähe von Wien im Süden und ich konnte mit meinen Kindern noch im Winter Schlitten fahren vor 10 Jahren. Das ist jetzt eigentlich nicht mehr möglich, es sei denn, du wischst am Nachmittag, wo das noch geht. Ja, ansonsten ist es so warm, dass der Schnee eigentlich schon bald wieder weg ist. Und also ich weiß es nicht, also ich habe mir den Kopf darüber zerbrochen, weil auch Kollegen von dir, der Milo Rau, der Theatermacher, macht ja da sehr spannende Sachen. Der hat das Kongo-Tribunal gemacht, wo er eine Inszenierung gemacht hat mit tatsächlichen Akteuren als Theater. Also ein Kriegsverbrechertribunal, eigentlich ein Versöhnungstribunal, angelehnt natürlich auch an die Geschichten, die in Südafrika gelaufen sind. Und es hat irrsinnig viel bewegt in den Leuten. Also sie fühlen sich ernst genommen, ja, und reagieren darauf, weil sie das selbst mitmachen können. Also sie partizipieren. Das ist ja auch das, was ich dem Anarchismus so zugute halte. Es nimmt die Menschen mit. Ja, es ist ja was ganz anderes. Und zwar jeden. Jeden Einzelnen nimmt es mit. Jeden das ist das Entscheidende. Jede und jeden Einzelnen, ja. Und das ist ja in der repräsentativen Demokratie was komplett anderes. Mhm. Und deswegen denke ich, ist auch gut an die Räterepublik zu erinnern, zu sehen, okay, es gibt dort Versammlungen, wo jeder ein Wort hat. Mhm. Ja? Und ich denke, man muss auch, also müssen dort mal gar nichts, aber es wäre schön, dass das wieder mehr beachtet wird, dass wir nicht dumm sind, ja, und für unsere Belange sehr wohl Verantwortung übernehmen können und das auch in der Lage sind zu steuern und zu übernehmen. Es gibt, ich habe bei dem wunderbaren Buch von Dorothy Sölle, der evangelischen Theologin, Mystik und Widerstand, ein großartiges Buch. Die Geschichte der Mystikerinnen und Mystiker in den letzten Jahrhunderten, dass sie immer widerständig waren. Ja. Und da gibt es ein Zitat von einem, ich kenne den nicht näher, aber sie zitiert den Wendell Berry, glaube ich, heißt er, der sagt, die Frage ist nicht, ob wir alle Members, also ob wir alle eins sind und gleich sind, alle eins sind. Die Frage ist, ob wir es wissen oder nicht. Und das hat mir sehr zu denken gegeben. Das ist es wirklich. Ich glaube, man braucht irgendwann mal in seinem Leben die Chance, so ein fast mystisches Erleben zu haben, dass wir wirklich alle eins sind. Und wirklich alle, nicht nur wir Menschen, verschiedene Hautfarben sowieso, aber nicht nur wir Menschen, wir sind auch eins mit den Bienen und mit den Bergen und mit den Seen und Flüssen. Wir sind eins, eins und zusammen. Und das muss man irgendwann mal erlebt haben. Und wie schrecklich muss es Menschen gehen, die so erzogen worden sind, dass sie nie die Chance hatten, das auch nur zu fühlen. Wenn du natürlich erzogen wirst, dass alle Schwarzen schlecht sind und alle Frauen dumm und alle was weiß ich, wie sollst du dann jemals dieses Erleben haben? Und ja, vielleicht ist es wirklich so, die Welt erneuern heißt vor allem auch die sogenannte Erziehung zu erneuern und diese Chance zu geben, den Kindern zu geben, dass wir sie nicht von Anfang an indoktrinieren mit unseren Bosheiten und unseren
Ich habe in meinem Lied an meine Kinder habe ich geschrieben: Ich wollte euch nie erziehen. Ihr wisst es, ich habe ein großes Herz für Träume und Versagen. Ich wollte euch nie erziehen. Erziehen zu was? Zum Ehrgeiz, zur Gier, zum Chef im richtigen Lager. Ihr wisst es, ich habe ein großes Herz für Träume und Versager. Und es sind nach wie vor eigentlich für mich persönlich sind die Versager die Interessanteren. Ja. Welche Versager meinst du da, Konstantin? Die im Sinne der Gesellschaft als Versager gelten und die oft so viel mehr an inneren Werten dabei gelernt haben, wie die sogenannten Erfolgreichen. Die meine ich. Ich hab ja mein Buch geschrieben, Die Kunst des Scheiterns. Und erst nach dem, den Titel hatte ich von Anfang an. Und erst nachdem ich dann über Monate dieses Buch geschrieben hatte, war mir klar, dass die Kunst des Scheiterns darin besteht, das Scheitern vor allem auch mal zuzugestehen. Sich selbst zuzugestehen. Ja? Wir können aus unserem Scheitern, wir scheitern immer wieder. Immer wieder tun wir irgendetwas, was einfach scheiße ist. Und was wir dann hernach auch wissen, aber die Chance ist, daraus zu lernen, nur wenn wir es auch dann wirklich zugestehen und uns selbst zuschreiben. Und da lerne ich von den Versagern so viel mehr. Ja? Sogenannten Versagern. Ich sehe das immer symbolisch. Ja? Ja. Ja. Die Chance hast du natürlich als reicher Mensch normalerweise nicht. Schwer. Sehr schwierig, weil die Wege gebahnt sind. Hm. Ja, es gibt ja dazu, es gibt sehr wenig Reichtumsforschung, aber es ist ja auch so, also ich habe mal auch eine anarchistische Schrift von Georg Büchner, der hessische Landbote. Ja, kenne ich. Es ist ein tolles, toller Text. Ja. Wo er darüber schreibt und sehr genau benennt, das ist ja praktisch fast eine buchhalterische Auflistung, zum Teil auch, wer was hat in der Gesellschaft, was sehr viel einfacher ist, nachzuvollziehen zu seiner Zeit, weil es gab die Könige, die Fürsten, die sehr klar benennbar waren und ein Gesicht hatten. Bei uns ist es sehr viel verschwommener und undurchsichtiger, weil es komplexer ist mit den Bankverbindungen, aber letztendlich glaube ich, könnte man diese Arbeit auch machen und sie wurde auch schon gemacht, dass man diese reichen Leute einfach aufzählt. Es ist nur interessant, dass wenn man Leute normalerweise fragt, ja, wer sind denn die 10 Reichsten? Ich könnte sie dir nicht auswendig benennen. Aber zu Büchners Zeit konnte man wahrscheinlich die Kaiser und Könige sehr wohl benennen. Aber um die Verbindung zu dem zu kriegen, was du gesagt hast, diese und dem Büchner, diese Klasse von Leuten, die die Macht hat, ist hermetisch. Das funktioniert nicht mehr über Geburt, sondern Ausbildungen. Ja? Also da gibt es diese schöne Form von Pierre Bourdieu, dem Sozialsoziologen, der leider auch schon gestorben ist. Die haben die Kapitalien, sie haben kulturelles Kapital, sie haben soziales Kapital. Ja, finanzielles, also ökonomisches sowieso und natürlich auch das symbolische Kapital. Sogenannten Eliteschulen. Genau, ja. Die Eliteschulen, ja. Die besten Ausbildungen. Also wenn die ein Problem haben, die müssen nicht vor Gericht ziehen oder zur Polizei oder weiß nicht, welche Hilfeleistung. Sie rufen ihren Onkel an oder der Freund vom Papa. Die bewegen sich in dem, was gesellschaftlich anerkannt ist, wie ein Fisch im Wasser. Die kennen die Umgangsformen, ja. Also wenn jemand, der Sohn von einem, weiß ich nicht, Metallarbeiter ist oder wer auch immer, Bäcker, ja, der wird diese Umgangsformen nicht so können. Der muss sie sich erst erlernen. Das heißt, in diese Klasse kommst du nicht hinein. Es gibt eine Studie zu den Funktionseliten, also wo die Chefs von wissenschaftlichen Institutionen, also wirklich Leitungsfunktionen, 70% der Leute dort hatten einen Vater, der war Professor. Ja, also das ist wirklich die oberste Schicht, zu der Normalsterbliche absolut keinen Zugang haben. Und jetzt kommen wir als Anarchisten und sagen, das brauchen wir nicht, wir können das eh alle selber. Und ich glaube, dass dieser Gedanke
schon immer noch sehr attraktiv ist oder wieder sein könnte. Aber wo sind die Widerstände? Wo sind die Widerstände? Also was, wir haben über viele Narrative geredet, über Mythen, das, was du als Realität bezeichnet hast. Was sind noch deiner Ansicht nach Widerstände, die dem entgegenstehen, klarer zu sehen? Kultur. Kultur, wir haben ja vorhin über Systemrelevanz gesprochen, völlig zu Recht. Die Ärzte, die Pflegekräfte, die alten Pfleger. Genauso systemrelevant ist meines Erachtens die Kultur, weil sie uns immer wieder genau auf das, worüber wir jetzt die ganze Zeit sprechen, hinweisen kann. Sie kann uns auf unser Menschsein hinweisen. Und deswegen habe ich wirklich die Sorge, dass ich, und ich hoffe nicht, dass es so sein wird, aber wir müssen aufpassen, dass sich das kulturelle Leben jetzt nicht in Nach-Corona-Zeiten völlig ändern wird. Weil der Kultur wurde ja in den letzten Monaten, auf jeden Fall in Deutschland, so was Ähnliches wie, wie Spielcasino oder Fitnessstudio fast in das gleiche Gebiet zusammengeworfen. Ja? Das braucht man nicht. Für mich undenkbar, ein Leben ohne Kultur ist ein Leben ohne Kunst. Und vielleicht kann ich dann noch mal etwas kurz erwähnen, was mir immer sehr am Herzen liegt. Wir überschätzen, glaube ich, unsere Ratio oft ganz gewaltig. Natürlich ist Vernunft wichtig, darüber brauchen wir gar nicht reden. Verstand ist wichtig, über etwas nachzudenken ist wichtig. Aber wir denken manchmal, das, was wir uns erdenken, ist das wirklich Wahrhaftige, das Einzige, was ist. Und da zeigt uns auch wieder die Kunst, es gibt noch mehr, als dass wir uns mit unserem Denken zusammenbasteln können. Es gibt noch etwas Tieferes, tiefere Zusammenhänge, die wir oft nur mit Hilfe der Kunst erahnen können oder vielleicht auch, was ich in den letzten Jahren erst gemerkt habe, mit Hilfe der Mathematik interessanterweise, weil ich glaube ja auch, dass die Mathematik nicht von uns geschaffen ist, sondern immer schon da war, so wie die Poesie auch nicht von uns geschaffen ist, sondern immer schon da war und von uns verwendet wird, ja. Und das ist schon sehr interessant, aber das würde jetzt zu weit gehen, aber interessant, dass ich nach einem, ich gehöre ja auch zu den mathematikgeschädigten Schülern, die also einfach Mathelehrer hatten, die, ja, die das nicht geschafft haben, mir die Schönheit, die wohl hinter den Zahlen stecken kann, die Schönheit nahezubringen. Ja. Aber das merke ich erst in den letzten Jahren, ist mir das erst aufgefallen. Ja, ja, spannend. Ich möchte jetzt langsam zum Ende kommen, aber ja, eine Frage noch, weil du gesagt hast, dass die Kultur so wichtig ist, ja, und auch eine Chance birgt, an Menschen heranzukommen. Ich kenne von keiner Umfrage, die jetzt weiß, wie viele von den Künstlern Anarchisten sind, aber im Chinesischen ist das Zeichen für Krise auch Chance. Siehst du auch eine Chance in der derzeitigen Krise, dass sich gerade die Kunst und viele Künstler mehr politisieren, dahingehend mehr Partizipation im politischen Prozess einzufordern? Ich sehe die Chance, dass für viele jetzt viel deutlicher werden kann, wie unglaublich gefährlich dieser neoliberale Kapitalismus ist. Das ist durchaus eine Chance und das sollten wir auch wahrnehmen. Und genau diese Verunsicherung, die viele natürlich jetzt haben, weil sie das spüren, was da schiefläuft, das haben sie vielleicht vor der Pandemie gar nicht so erkannt. Das wäre eine Möglichkeit, darauf aufzubauen, ja? Und den Menschen wieder zu ihrer Sehnsucht, zu ihrer eigentlichen Sehnsucht zu verhelfen. Und ich glaube, diese Sehnsucht, die wir alle tief in uns tragen, ist, ich sage es immer wieder, ein liebevolles, sich gegenseitig respektierendes, durchaus auch streitbares Miteinander. Danke, Konstantin, das war ein wunderschönes Schluss.
Und wir wollen noch als Hinweis darauf eben das befördern und auch dieses Unbehagen, das jetzt viele Menschen ja, befallen hat oder auch ja, an sie herantritt in Form dieser Pandemie und den Krisen, in die sie dadurch auch gestürzt werden, nicht im Regen stehen lassen, sondern dieses Miteinander durchaus auch befördern, indem wir sagen, okay, wir haben hier ein Angebot, es muss nicht so sein, wie es ist. Es gibt andere Möglichkeiten, es gibt unsere Vorstellungskraft, die, wie ich finde, und mein, du bist ein beredtes Beispiel dafür, Grenzen sprengen kann. Und in dem Sinne ja, stellen wir mit deiner Hilfe verschiedene Utopien vor, andere Herangehensweise, wie man das noch machen kann, nämlich auch herrschaftsfrei und vor allem herrschaftsfrei. Konstantin, vielen Dank für das Interview, für das nette Gespräch und wir sehen uns dann zu deinem Konzert auf unserer Tagung. Okay, ich danke dir auch und ich fände es ganz wichtig, wenn du das weiter ausbaust, wovon du am Anfang gesprochen hast, dass du erzählst von den Gesellschaftsformen und das vielleicht auch in diesem Kongress, ja, in diesem Anarchie-Kongress, dass das auch immer wieder betont wird, dass es durchaus gab und gibt Gesellschaftsformen, die herrschaftsfrei wunderbar miteinander auskommen können. Ja, das haben wir vor. Vielleicht noch als, nehme ich deinen Aufruf gleich wahr, um das nur kurz zu sagen, wir haben den Hermann Amborn bei uns auch, auch schon jenseits der 80. Und der ist auch so nett und hilft uns, hält einen Vortrag, ist ein Ethnologe aus München, der eine Ethnie vorstellen wird, die das Anarchie, also sein Buch heißt Anarchie als Hort, das Recht als Hort der Anarchie, so ist es, das Recht als Hort der Anarchie, wo das Recht von dieser Kultur so eingesetzt wird, dass die Gesellschaft möglichst herrschaftsarm, herrschaftsfrei bleibt, weil nur so eine Begegnung auf Augenhöhe möglich ist. Und in dem Sinne, klingt sehr spannend. Ja, gerne. Bis bald dann. Bis bald, mein Lieber. Okay, auf Wiedersehen. Servus.